Uhrmachermeister Markus Schleicher macht eine 125 Jahre alte Dampflok abfahrbereit. Die Lok hatte der frühere Gernsbacher Bürgermeister Georg Friedrich Abel im Jahr 1894 zum 25-jährigen Bestehen der Bahnstrecke zwischen Rastatt und Gernsbach geschenkt bekommen. Ich habe hier eine kleine Präsentation zusammengestellt. 800 Jahre Gernsbach, 150 Jahre Murgtalbahn, 145 Jahre Uhrenschleicher. Hartmut Stoll kaufte die Dampflok im Jahr 1869 dem Urenkel von Bürgermeister Abel ab. Da nach mehr als 40 Jahren Lagerung im Keller das Sicherungsventil kaputt war, brachte der 80-Jährige die Lok zur Reparatur zu Markus Schleicher. Nun fährt die Dampflok wieder, passend zum 150-jährigen Bestehen der Murgtalbahn. Shh.